glaube, das war eine der schönsten Runden, die ich hier gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich sein, das war wirklich sehr nice. Und ich bin so froh, dass ich aufnehme. Noch kurz, bevor das Video beginnt, wollte ich noch was kurz sagen. Nämlich wundert euch nicht, dass ich in diesem Video so komisch atme, aber ich war gerade ziemlich außer Atem, weil ich kam gerade von draußen und habe noch gleichzeitig Heuschnupfen und die Kombination ist halt nicht so gut, weil man halt nicht durch die Nase atmen kann und dann durch den Mund atmet und wenn man dann außer Atem ist, atmet dann halt, man dann halt einfach so. Also lasst euch davon bitte nicht stören. Ich habe manchmal das Mikrofon einfach gemutet, wenn ich nichts gesagt habe im Nachhinein jetzt im Schnitt, aber manchmal habe ich es halt einfach drin gelassen. Also bitte lasst euch davon nicht stören. Danke dafür. Und lasst ein Like da. Hallo Leute, ich bin's GigaLP und wir spielen heute mal Chorus. What the fuck? Ja, wir sehen uns gleich in der Runde. Also Leute, ich glaube wirklich, es ist eine Premiere, dass ich Chorus auf meinem Kanal bringe. Was? Ich falle einfach instant und das war richtig schlecht gerade. Normalerweise spiele ich Chorus mal mit Lukoku. Aber auf meinem Kanal habe ich es tatsächlich noch nie gebracht. Ich habe wirklich gerade nachgeschaut, weil ich mir dachte, habe ich schon mal gebracht, habe ich es nicht gemacht. Was ist denn jetzt los mit euch, Alter? So, also ich kenne die Maps natürlich alle, weil... Wer will mich hier ficken, Alter? Das fängt ja schon mal gut an, auf jeden Fall. Chorus ist so ein Spielmodus bei mir. Da komme ich immer ziemlich leicht ins Raid und wir haben die hier nicht fertig gebaut. Weil ich da ziemlich oft runterdrop, sei es jetzt, weil ich Igeln verkacke, aber eigentlich gar nicht mal so oft wegen dem Igeln, sondern einfach, weil ich runterfalle. Einfach, weil ich irgendeinen Sprung verkacke oder so und oder weil ich gedroppt werde. Und ja, Leute, ich bin noch nicht eingespielt. Nice, habt ihr? Ich zieh da mal durch. Ja, hat ja gut geklappt, oder? Also das mit dem Durchziehen müssen wir noch ein bisschen üben, aber sonst läuft schon mal ganz gut. Okay, wir sind nicht im Ruhe, das ist eigentlich ganz gut zu wissen. Was ich ziemlich unnötig finde, sind diese 64 Wood Blocks und nicht einfach solche Planks, einfach 4 Stacks Plank. Das ist irgendwie viel einfacher. So, dann gehen wir mal hier hin. Nice. Oh, Triple Kill. So gut lief's schon lange nicht mehr. Muss man jetzt sagen. Was bauen die denn hier, Alter? Ja, ich mein Chorus, ich weiß nicht. Ich habe mir so gedacht, ja, ich habe jetzt eigentlich relativ gut Zeit, ich könnte jetzt eigentlich aufnehmen. Ah, oh, die können sich halt die Blöcke, Alter. Und ich gebe mir die Hits und den Tod. Und dann dachte ich mir so, ja, was kann ich aufnehmen? Ich stand noch vor den Chorus-Schildern, weil ich noch mit Rokuoko gestern gespielt habe. Und ja, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen happy jetzt, dass ich wieder regelmäßiger Videos bringe. Ihr hoffentlich auch. wahrscheinlich ja nicht. Aber naja. Ich hab den auch gerackt. Das Problem ist halt einfach immer, wenn die sich die Dia-Blöcke gönnen, dann. Wenn die dann auch noch halbwegs Skill haben, ist es halt relativ problematisch, dann die Leute zu tracken. Weil du machst halt einfach nichts gegen Full Dia, der sich einbaut. Da muss man einfach ganz ehrlich sein, du machst nichts. Jetzt, ich werde so beim Igel eh reinscheißen. Wow. Und ich werde beschossen. Die gehen aber auch zu uns, das ist nicht so gut. Wieso eigentlich? Wieso eigentlich unten? One stack. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Kopf. Fuck, ich wollte Blocker mit dir machen. Geht da jetzt mal jemand bitte hin? Digga. Schaut mal, Leute. Wieso macht das nicht einfach so? So, und jetzt jumpt der. Und fickt den Typen halt weg. So wie ich. Ja. Tipp für euch, wenn ihr den Spielmodus nicht so oft spielt, baut den Chor auf jeden Fall auf. Wenn die Leute sich dazu bauen, seid ihr am Arsch. Aber wenn hier offen ist, dann ist alles Paletti. Es gibt auch noch den fiesen Trick, dass man überall Knöpfe platziert. Ich werde das mal ganz kurz demonstrieren, weil Knöpfe sind mit diesem, mit der Mining-Fatigue, die man hat als Gegner, kann man so langsam nur abbauen und wenn natürlich dann noch auf einen geschossen wird, verlust man mal ganz schnell, weil ja eben das nur so ein kleiner Hitbox hat und da ist man halt da down. So, wie baut man Schienen? Hä, hast du irgendwie kein Internet? Du spielst einfach ohne Internet oder was? Dann geht man ins Internet. Dann geht man ins Internet und schaut, wie man sich Schienen macht, oder? So, und jetzt würde ich sagen, war es das auch wieder mit diesem Lifehack. Ja, ich meine,
Alles klar. Jetzt mal ernsthaft, was machst du hier? Ja, bau halt noch unsere. Du Missgeburt. Du Missgeburt, Alter, an dich werde ich mich lieben. Ja, danke dafür. Oh. Dann gehen wir mal in die Mitte. Willst du mich eigentlich verarschen? Oh, der hat ein verzaubertes Feuerschwert. Autsch. Ach komm, Leute, was ist denn das? Das hasse ich an Kurs, wenn die ganzen Leute groß werden. Und dann mit ihrem freaking Dia-Schwert ankommen, wenn ich Goldapfel esse. Alter, kann man nicht mal nur Goldäpfel essen? Giga. Ja, genau, ungefähr so. Leicht. Und ihr seht schon, hier mit den Knöpfen, die haben schon ganz Arbeit geleistet. Hier fehlt aber noch einer. Oh, das war der, wo ich... Ah. Die gute alte Buddy-Taktik. Dann lasse ich dich da mal in Ruhe. Ja, ich weiß nicht, was ich von der Taktik halten soll. Ich finde sie relativ abfuck. Und der wird jetzt hart in Abgrund geboxt. Und der wird jetzt auch. Aua. Hoffentlich geboxt. Einer down. So. Wir haben schon 12 Kills, Leute. Digga. Also in Kurs braucht man auf jeden Fall Klickspeed und Ping. Was ich ja natürlich alles habe. Ah, der Typ aber noch besser. Ich muss. Props an die Typen. Ja, wahrscheinlich, oder? Ah, jetzt sind die auch noch beim Chor. Aber bei dem Chor, das ist nicht sehr gut. Und unser Teammate juckt es gar nicht. Das ist immer das Allerbeste. Wenn die Teammates einfach ganz normal weiter drauf gehen, als wäre einfach nichts gewesen. Also natürlich, ich verstehe es, wenn die gerade schon beim Gegner sind, dann geht man das natürlich nicht zurück. Aber man geht doch, wenn man bei der Base gerade ist, nicht jetzt drauf. Und es läuft gerade wirklich wie am Schnürchen, sonst normalerweise andersrum. Aua, der Kaktus hat mir hart gegeben. So, und jetzt ist der Evo One-Hit oder so. Nein, Full-Dia-Typ. Hab ich den? Oh, wenn ich den gemacht habe, feiere ich mein Leben jetzt aber hart. Bauen wir hier mal kurz auf. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Gut, dann würde ich mal sagen, offensiv draufgehen ist jetzt auch mal wieder eine Taktik, die man mal so machen könnte, oder? Ich fuck die jetzt gerade ein bisschen ab. Ohne dass die mir mitgehen am besten. Okay. Oh, der hat überlebt, lol. Wir müssen die auf jeden Fall in die Offensive locken und die dann hart runterboxen. Oh, den habe ich nicht getroffen. Aber wenn wir die weiter so bewusst bleiben, dann sollte das eigentlich kommen. Ah, scheiße, das ist mein Plan jetzt nicht ganz aufgegangen. Das ist eben genau das Problem mit dir, Leuten. Die haben gerade mehrere Leute gedroppt, glaube ich. Oh, da bauen wir mal schnell einen Block hin, bevor sich da noch jemand weh tut. Ich habe eine 1er KD. Siegwahrscheinlichkeit 66%, das ist eigentlich auch ganz gut. Hä? Ich konnte nicht hinten, was ist denn das? Hatte ich keine, ey, oder bin ich irgendwie dumm? Und ihr seid so unproduktiv, Leute. Das ist natürlich auch, aber die sind auch, die aggressen uns auch hart. Ich glaube, ich mache nochmal gleich Suizid-Move. Oh. Danke dafür. Jetzt habe ich den aber gegeben, würde ich sagen. Der muss man halt nur einen Hit geben, Leute. Aber wisst ihr was, Leute? Ich komme jetzt von hinten. Weil damit rechnen sie bestimmt nicht. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, muss ich jetzt sagen. Shit. Ja, jetzt, seht ihr, Leute, jetzt sind wir einfach tot. Wir sind einfach busted. Die machen jetzt einfach gar nichts, aber. Ja, doch. Ich habe ihn gemacht! LOL! Also, wir haben ihn natürlich zu zweit gemacht, aber ich habe halt den Kill dafür bekommen. Das war eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt gibt er mir aber den Lowground. Ja, Alter, der Maul jetzt. Ne, sehe ich gar nicht ein jetzt. So, also Leute, die Full-Dia-Typen sind wir auf jeden Fall schon mal los. Ich habe zuerst getroffen, hoffe ich doch. Ja gut, aber der ist nicht down, leider. Ich habe wieder getroffen und jetzt ist er aber down. Jo, wenn er mir den Hit noch mitgeht. Alter, das wäre krass gewesen. So, jetzt aggressen wir die aber. Weil die campen da noch. Okay, der baut ab.
Tja, das so Leute muss es aussehen. Und so auch, wenn nämlich wohl die Türken gedroppt werden, feiere ich mein Leben. So, dann noch schon kurz gegönnt. Scheiße. Ja, jetzt. Das Spiel wird noch länger dauern, das kann ich euch jetzt sagen, weil wenn dieser Typ da jetzt bleibt. Fuck! Oh, das war so knapp. Nee, er traut sich, glaube ich, nicht. Doch, jetzt traut er sich. Das ist ein sicherer Tod. Sehr schön, Leute. So muss es doch laufen, weil die haben jetzt fast keine Dias mehr. Ich muss so ganz kurz meine Tür zu machen. Warte mal ganz kurz. Okay, die Mission war erfolgreich. Mission macht die Tür dazu, weil ich war gerade noch allein zu Hause und jetzt bin ich nicht mehr allein zu Hause und jetzt kommt Rumble in the Jungle. Ja. Ich bin wirklich mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen, weil wie ihr schon an meiner KD seht, normalerweise läuft es wirklich nicht so gut, aber ich weiß gar nicht, wie viele Tode ich jetzt in dieser Runde habe. Ja, wer eskaliert? Hilf mir beim Linken. Nee, wir helfen dir lieber beim Rechten. Hahaha. Da war schon hart funny, oder? Ach, scheiße. Wuhu, wie ich ihn noch die jetzt gebe. Wie viel hält der aus, Alter? Oh, ich habe noch während ich tot war einen Goldapfel gegessen. Das ist doch auch mal eine Leistung, Leute. Versucht es mal. Probiert es mal jetzt in Real Life aus. Ihr macht euch einen Goldapfel, was sicherlich ziemlich gar kein Problem für euch sein sollte. Dann werdet ihr mit einem Bogen erschossen und esst noch einen Apfel, während ihr sterbt. Oder? So sieht's aus. So, und der Typ ist doch nicht hart gedroppt. Das habe ich mir jetzt besser vorgestellt als eigentlich. Hä, hatte der irgendwie eine Range Sleeve? Jetzt kämpfen die wieder in der Mitte, aber Leute, jetzt sind die Gearblöcke alle weg. Oh, wie ich ihn outplayed habe. Ich baue jetzt erst. Natürlich, Leute, ich weiß, dass ich jetzt nicht den Korb bauen kann, wenn ich mich hier zubaue. Aber ich kann definitiv anfangen, hier zuzubauen. Und, Leute. Einer tut. Nice. Jetzt kann ich sogar anfangen abzubauen. Das ist eigentlich ziemlich nice. Oder auch doch nicht. Ja, was macht ihr jetzt? Ja gut. Aber Leute, das war eine ziemlich gute Aktion, das müsst ihr mir jetzt lassen. So. Gut. Jetzt muss ich wieder abschneiden. Sehr schön. 1,01, Leute. Wir haben es erreicht im Leben. Alle. Die Gegner. Oh. Ja, da können wir ein bisschen killen, Leute. Richtiger Bad Boy. Und jetzt will ich natürlich nicht von denen runtergeboxt werden. Oh, was ich trotzdem werde. Oder auch nicht. Wir haben auch die Taktik am Start. Nice. Ist da jetzt jemand drin? Ich hoffe doch einfach mal. Ja, da ist jemand drin. Nice, 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 Leute. Der muss ihn so haben. GG, Leute. Das war eine sehr schöne Runde, Leute. Ich glaube, das war eine der schönsten Runden, die ich hier gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich sein, das war wirklich sehr nice und ich bin so froh, dass ich aufnehme. Leute, das war ein sehr gelungenes Video. Da bin ich mal wieder ein bisschen stolz auf mich, weil, ja, die letzten beiden Aufnahmen waren ja eher ernüchternd. Und, ja, wie lange habe ich jetzt aufgenommen? 25 Minuten, das ist eigentlich genau die perfekte Länge, Alter. Perfekter hätte es gar nicht sein sollen. Also, ich weiß nicht. Ich würde sagen,
dann würde ich jetzt mal an eurer Stelle einen Daumen nach oben da lassen. Also würde ich jetzt auf jeden Fall machen. Ist natürlich euch überlassen, wie das macht, aber ich gebe euch einen Tipp. Tut es. Tut es einfach. Ja, ihr könnt mich auch abonnieren. Tut fast gar nicht weh. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!